Er ist ehemaliger Skirennläufer, sie ist Ex-Biathletin. Felix und Miriam Neureuther sind eines der erfolgreichsten Sportler-Ehepaare in Deutschland. 2019 traten beide als aktive Profisportler zurück. Seit 2020 kümmern sie sich aktiv um ihre kleine Familie. Klassische Rollenverteilung, Fehlanzeige. Ich werfe den Haushalt, ist ja klar. Natürlich, ich muss ja alles machen. Meine Frau, die macht ja gar nichts. Ja, Humor ist den beiden wichtig. Trotzdem können sie aber auch streng sein. Vor allem Miriam. Ich glaube, ich lege noch mehr Wert auf die Sachen, die uns einfach wichtig sind und versuche das noch stärker durchzudrücken. Wie aber schaffen sie es nebenbei noch fit und schlank zu bleiben? Ja, zum einen ist es Sport, ist es Bewegung. Zum anderen ist natürlich die Ernährung. Seine Frau ergänzt. Weil ein Diesel, den du mit Benzin tankst, der fährt nicht weit und ein Benziner, den du mit Diesel tankst, auch nicht. Und genauso ist es für deinen Körper wichtig, dass du das für dich Richtige isst. Das Ehepaar integriert in ihre Immunroutine außerdem noch Nahrungsergänzungsmittel. Die beiden sind seit November 2021 Markenbotschafter von Beyond 3 Immun. Das ist eine 3-in-1-Tablette aus Bakterienkulturen, Mineralstoffen und Vitaminen, deren Nährstoffe Vitamine C, D und Zink zu einer normalen Funktion des Immunsystems beitragen. Das muss einfach ein schönes Gleichgewicht haben, dass man dann auch einen Tag gehen kann und vor allem dann auch den nächsten Tag wieder topfit angehen kann. Bei der Ernährung halten sich die Eltern einer 4-jährigen Tochter und eines 1-jährigen Sohnes an eine Grundregel, wie die 31-Jährige erklärt. Wir leben ganz klar nach dem Motto, dass man zu 80% selber kocht, frisch kocht, gesunde Lebensmittel, regional, saisonal. Also da versuche ich wirklich sehr, sehr großen Wert drauf zu legen. Und 20% darf man auch mal einen Schmarrn essen. Trotzdem versucht Miriam, die Kinder so gut es geht von Zucker fernzuhalten. Das klappt allerdings nicht immer. Im Sommer essen wir, glaube ich, jeden Tag ein Eis. Wir verbinden es dann halt mit einem tollen Ausflug. Wir radeln hin oder wir gehen spazieren, holen uns eine Kugel Eis und dann genießt man das auch. Und das ist mir wichtig, meinen Kindern auch beizubringen, dass Zucker zum Leben dazugehört, aber dass es nichts ist, was man sich einfach nur so im Gehen, Stehen, nebenbei reinstopft, sondern dass man das bewusst genießt. Auf die Frage, ob ihre Kinder auch einmal Profisportler werden sollen, reagieren die beiden locker. Ihnen ist es wichtiger, dass die Kinder glücklich sind und gesund.